Freunde, willkommen zu einer weiteren neuen Aufnahmesession von Satisfactory. Juhu. Ja, ich habe wieder einiges gebaut. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich tun und machen soll. Ich kann erstmal das wichtigste Bauwerk erklären, was ich angefangen habe zu bauen. Ich fange mal Sachen an zu tüfteln und zu bauen, die aber immer noch nicht ganz fertig sind. Ihr seht hier hinten schon ganz, ganz viele Bänder. Und ich habe das Problem gesehen, dass ich irgendwann zu den Produktionsstrecken die ganzen Sachen transportieren muss. Deswegen habe ich mir hier einfach eine Förderstraße gebaut, Förder- und Verteilstraße. Und zwar wird das so sein, dass Rohmaterialien oder Grundprodukte in die Richtung laufen, einmal in die und auf der Seite in diese Richtung. Und die werde ich dann, wie ihr das hier schon an dem einen Dingen sehen könnt, ist geplant, dass man das Ganze dann hier rausfördert über Splitter. Und ich habe das hier so breit gelassen, dass ich eventuell auch was runter fördern kann. Dass ich einfach sagen kann, dass ich, wenn ich jetzt von da ganz oben was brauche, wenn da was drauf liegt, könnte ich mir das hier mit dem Förderband runterholen, hier um die Ecke und hier raus. Zum Beispiel. Hier passte es sich nun gerade, das waren die ersten Ressourcen. Fängt natürlich an, das halbwegs passig zu bauen. Dann können wir da oben nochmal hingucken. Das, ja, da haben wir ja. Hallo, der Amras. Hi, grüß dich. Ja, ihr Fixit war bei mir auch schon und hat geguckt. Die haben auch schon Hallo gesagt. Zwar nicht heute, vor ein paar Tagen, letzte Woche waren sie mal da gewesen. Haben sie auch schon nach dem Rechten geschaut. Ja, genau. Was ich da noch erklären wollte, dass damit hatte ich das letzte Mal aufgehört. Die verstärkten Rahmen. Die habe ich dann angeschlossen. Und da sollen hier auch noch ein paar Maschinchen hinkommen. Ja, und irgendwann muss ich dann anfangen mit dem Durchtakten mal. Weil ich habe jetzt also auch Masse erstmal produziert. Weil ich es hasse. Wenn halt immer irgendwie Ressourcen fehlen. Und es reicht dir immer noch nicht. Okay, mein großes Problem ist aber Energie. Wo ich hier die Tage ein bisschen am Rumbasteln war, weitergebastelt habe. Ist mir einmal die Energie zusammengebrochen. Und das finde ich so schön. Deswegen wollte ich noch ein paar Kraftwerke bauen. Genau, und ich habe meine Kupferproduktion jetzt langsam mal richtig eingebaut, beziehungsweise da kommt dann noch die dritte Reihe drauf, das Dach drüber und dann ist das mit dem Kupfer auch fertig. So, ja, nichtsdestotrotz Kohle. Kraftwerke, zwei Kraftwerke sitzen hier schon wieder. Die will ich ans Netz bringen und ich brauche noch für Förderbänder ein paar Platten, damit ich die Miner einschließen kann. Nämlich die Kohle hier erstmal herfördern, weil das Band bringt es einfach nicht mehr. Die Kohleadern, die ich habe. Und da habe ich mir schon ein paar freigekämpft. So. Ja, meine Stahlproduktion, die will ich auch erweitern. Na, das ist. Ja, ja, es nimmt alles kein Ende. Man kann sich nicht mal entspannt zurücklehnen. Ja, zwei Kraftwerke sollten erstmal reichen. Fangen wir erstmal mit der Kohleförderung an, dass wir das zu Ende bauen. Mal gucken, ich wollte doch meinen Weg hier weiter.
Genau, und hier muss dann auch noch ein Hyperloop noch hin. Mit entsprechender Station dazwischen. Das kommt aber auch noch alles. Ich denke mal, das werde ich auch offscreen machen, oder? Mache ich das heute noch? Ich muss mal gucken. Das ist alles eingelaufen geworden. Da hinten, da wo die Schräge ist, da müssen wir hin. MC und Co. Hi! Schön, dass du reinschaust. Mach's dir gemütlich, hol dir einen Kaffee. Wir sind ja fleißig am Schuft, beziehungsweise ich. Nicht so viel Energie verbraten. Ja, dann ist mir noch ein geiles Ding passiert, wo ich offscreen ein bisschen gebastelt habe. Ach, kein Problem. Ich freue mich über jeden, der reinschaut. Egal wie lang. Hauptsache ein nettes Hallo. Freue ich mich drüber. Ja, ja, schöner Fauxpas ist mir im Offscreen passiert. Und zwar Übermut tut selten gut. So aus der Kategorie. Ich habe wollte mich über eine Klippe mal kurz gucken. Was? Abo Thomas, moin, moin. Mensch, was ist denn hier los? Ja, was ich erzählen wollte, ich wollte über so eine Klippe überbrücken mit meinem Jetpack. Bin abgestürzt. Und natürlich in dem Moment ist eine riesen fiese Spinne daneben mir gespawnt. Und dann stand ich da ohne Inventar und ohne, beziehungsweise, ja, bin dann erstmal losgezogen. Ich habe zwar noch einen Zepper in der Kiste gehabt, aber dachte, ja scheiße, brauchst du nicht, damit sein Kadaver ein. Ja, und dann war da eine riesen fiese Spinne. Und ja, die musste ich dann erstmal weglocken. Und dann stand ich da wie heinblöd. So, ich hoffe, dass das hier alles richtig angeschlossen ist. Hallo? Unnötiges Ziel. Also geht doch. Kommt jetzt auch die Kohle hoch? Na ne, da ist noch irgendwas nicht. Ah. Ja. Man sollte auch zu Ende bauen. Genau, hier sollte ja noch ein Splitter hin. Ein Fusionator. So war ja das Ziel gedacht. Geht der jetzt mittig? Sieht gut aus. So. So ist das doch gedacht gewesen. In den zweiten hänge ich dann später ran, wenn ich dann brauche. So. Ja, eigentlich wollte ich die erst hier über die Rampe hochfördern, aber habe mich dann doch unentschieden, das Ganze hier zu machen. So, und weiter geht's. Ich habe ja schon ein bisschen was vorbereitet. Juhu! So, Kohle kommt an. Mal gucken, ob das hier passt. Wenigstens ein Weg, wo man sich schneller bewegen kann. Da sind die MK4 natürlich ein bisschen besser. Laufen, 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 laufen. Kann man der Kohle schön vorweglaufen.
Habe ich auch mal so überlegen, ob man das Ganze mal irgendwann mit Zügen macht. Oh, dieser Safe, Autosave, das nervt so ein bisschen. Ich glaube, wir müssen den Intervall einfach mal erhöhen. Dann habe ich das nicht allzu oft. Ausschalten will ich es nicht. Hat mir schon mal den Arsch gerettet. Das sieht doch alles ganz gut aus. Die neuen Texturen finde ich ganz cool von den ganzen einzelnen Sachen. Katerium ist ja, glaube ich, neu überarbeitet worden optisch. Das Eisen. So, jetzt muss ich hier noch sehen. Ups. Nee, ich habe kein Fortnite. Bin ich auch nicht, ich bin auch kein Shooter-Spieler. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was ich tatsächlich mal als Shooter spiele, ist Borderlands. Aber das ist auch nur, weil ich das irgendwie lustig finde. Okay, so, jetzt muss ich hier noch irgendwie mit dem Wasser hochkommen. Das wird wahrscheinlich hier passieren. Jetzt muss ich erstmal die Gangway abbauen. Und das weiß ich gar nicht, ob das in der Fertigung auch so ist. Da ich nur die Experimente spiele. Ich habe das jetzt noch nicht geguckt, ob das in der, naja, Release kann man ja auch nicht sagen. Also in der offiziellen Beta. Auch ist, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ah, okay. Er ist der Fachmann hier, der Amras, den könnt ihr fragen. Der kennt sich aus. Der baut nur effizient. Logistik. Fehlt mir da Blech. Da fliegt mir doch das Blech weg. Ja, die Blechproduktion muss ich auch irgendwann noch mal erhöhen, Kupferbleche. Aluminium, so weit bin ich noch gar nicht. Ich habe nur Bauxit hier angeschlossen. Ich bin nicht ganz so fleißig, muss ich jetzt ehrlich gesagt zugeben. Ja, das glaube ich auch, dass hier das nächste große Update. Der Early Access Version auch erst mit dem Release Sims auf Steam machen. Da lassen sie uns Epic User ein bisschen testen. Finden würde, wenn er hier auch schon die Linien anzeigen würde, wenn man vor dem Wasserrohr sitzt. Was ist das? Sieht gut aus. Da sind wir auch in einer Linie. Ja, da würde jemand sagen, guten Hunger, ne? Ja. Ups, oh mein Gott, jetzt schmeiße ich schon mal eine Lampe rum.
das nächste Update jetzt direkt rauskommt. Da habe ich jetzt, habe ich selber noch nichts gelesen. Was ich noch cool finden würde, wenn die hier mal die 90 Grad Rohre direkt als Baustücke anbieten würden. Okay, das haben wir. So, dann muss ich mir noch das Gepumpe anschließen, beziehungsweise erstmal hinbauen. Was ist das? Ganz gut aus. Habe ich die gesetzt. Jetzt muss ich hier aber gleich erstmal die Pumpen ein wenig umbauen. Ein wenig umstrukturieren. Habe ich denn noch genug Material für eine Pumpe da? Funktion. Wasserpumpe. Ne, dafür noch ein paar Rotoren. Oh, das wäre cool, wenn man sich das so ziehen könnte wie bei Ark. Einfach nur sagen, jetzt Pull. Muss man anregen, dass hier auch eine SS-Plus-Mod da irgendwie reinbauen, ne? Von den Rotoren ja ganz am anderen Ende. Stick raus. So. Mal gucken. Na, haben wir alles. Da haben wir alles. Ja, ich finde das Schlimme ist immer, man fängt so tausend Sachen immer an, aber so richtig fertig, zumindest ist es bei mir so, so richtig fertig wird da nichts, so was das Optische angeht. Weil ich immer denke, ach jetzt muss ich erst nochmal hier so eine Produktionsstrecke bauen und ja was. Das ist genauso wie hier mit dem Pumpen, habe ich nicht so richtig drüber nachgedacht. Irgendwie noch ein Kollege rum? Ich glaube nicht. Ach, da waren diese Kackpflanzen. Stimmt ja. Habe ich.
damit. So, halt. Ja, das stimmt. Also. Keine Beere da? Okay. Wo kann ich das Ding hinbauen? Ja. Kommst du dahin? Ich finde, das Lustige an dem Spiel ist, oder das Schöne ist, eine Zeit lang, dann denkt man mal so, ach, naja, muss jetzt gerade nicht sein, und so auch nach 2-3 Monaten nimmt man das dann mal wieder in die Hand und freut sich wieder drüber. So. Richtig glücklich bin ich hiermit noch nicht. Muss ich hier noch so eine Pumpe hinbauen? Ach, da ist er, habe ich gar nicht geguckt, ob ich da genug Materialien für habe. Wo war die denn, die Pumpe? Bei Logistik. Ja. Ja, habe ich genug da. Noch irgendwo ein bisschen ne? Habe ich denn hier meine Masten? So, so. Ich brauche, glaube ich, hier hin. Irgendwann muss ich das hier auch noch mal alles zu zementieren. Jetzt echt, ich habe kein Zement mehr dabei. Ja, das geht mir auch so. Dann guckt man mal wieder bei jemand anders und denkt so, oh ja, ach ja, stimmt, so könnte man das ja bauen, oder? Man kriegt dann so die Ideen. Ich bin auch schon oft so im Bett so gegangen, dann hat man so ein bisschen gegrübelt. Und denkt so, ach ja, Mensch, also so könnte man das ja doch machen. Nee, da kriege ich immer die wildesten Konstruktionen. Weil ich dachte, mir brauchst du alles schön modular auf. Ja, pff. Das hat ja mal so richtig gut geklappt. Ja, stimmt. Das ist echt so ein Suchtspiel. Ich habe einige Spiele, die ich wirklich gerne spiele, aber Satisfactory ist... Das kommt immer wieder auf den Tisch. Da habe ich auch eine Langzeitmotivation bei. Ist jetzt nicht so wie Ark, spiele ich auch viel, aber das ist immer so an einem gewissen Punkt, dann denke ich immer so, ach, naja. Ja, und hier geht es immer noch irgendwie weiter. Könnte man vielleicht das noch effizienter machen oder das umbauen oder dieses, jenes, welches machen. So. Hakel.
Ne? Echt jetzt? Ich kotze im Strahl. Jetzt muss ich hoch. Ja, Sprit habe ich noch genug, muss ich nicht holen. Ah, der Jetpack macht das aber alles so viel angenehmer. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. So. Jetzt müsst ihr auch hier einen Dienst aufnehmen. Sehr schön. Und wenn das jetzt alles klappt. Dann mache ich. So. Falsch. Falsch, 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 falsch. So, und du kommst da rein. So, jetzt sollte das eigentlich alles wieder laufen. Alles einmal darüber geschoben. Naja, nicht schön. Guck besser nicht hin. Pumpe ist nicht. Ach so, meinst du, ich habe immer zwei Pumpen pro 6er Kraftwerkstrang. Achso, also die Zwischenpumpen meinst du. Ja, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Habe ich noch nicht rausgefunden, ab wann man die setzen muss, die Pumpen. So, läuft der jetzt hier voll, der Tank? So, dann läuft das hier weiter. Ich glaube, ab einer gewissen Länge braucht man die Pumpen. So. Müsste ich. Ach so, ja, okay. Ah, okay, gut. Also habe ich es nicht so falsch gemacht. Hier. Jawohl, da geht er los. Sehr schön. Dann werde ich den ja auch noch anschließen.
Genau. Ja, falsch kann es in dem Fall nur sein, wenn man dadurch zu viel Energie verbraucht. Wenn man Energie sparen will.